Am Freitag, 26. August 2016, trafen wir uns in Vonsdorf, Bahndammgasse, um mit zwei Geländewagen auf die Eselsalm zu fahren. Über Judenburg, Scheifling, Oberwölz erreicht man die Alm in 5 Viertelstunden. Der Murauer LKW hat frisches Bier geliefert. Ganz hinten inmitten der Wölzer Tauern steht die Hölzler Hütte. Mächtige Berge umschließen das Tal. Der Name Eselsberg steht in keinem ursächlichen Zusammenhang mit dem Tier Esel. Wahrscheinlich leitet sich der Name von einem Besitznamen ab. 3 bewirtschaftete Almhütten im Umkreis von 1,5 Kilometer, in denen es auch die Möglichkeit zur Übernachtung gibt, sind Ausgangspunkt und zugleich Einkehrmöglichkeit bei Wanderungen. Ja, Herr Oberförster von Silberwald, grüß dich. Servus, Gardle. Das Tal entwässert sich mit dem Eselsbach, der hinter der Hölzlerhütte sich über die Felsen stürzt. In einer Viertelstunde erreicht man eine hölzerne Kanzel, um den Wasserfall beobachten zu können. Weitere 15 Minuten weiter oben ist man den 2000er schon näher. Die Gipfel heißen Grein, Rettelkirchspitze, Hochstubofen, Krautwasch, Meleck oder Schafdach. Es wächst hier oben das Heidekraut und man trifft noch Latschenkiefern. Und was mich besonders freut, ein Murmeltier mit Nachwuchs lief mir vor die Kamera. Nach einer Stunde Abwesenheit war ich wieder zurück bei meinen Freunden. Thank you.
Nach 13 Uhr verließ man die Hölzlerhütte. Das Ziel war die Knulli-Hütte, wo wir uns ein Mittagessen gönnten. Die Knulli-Hütte liegt auf 1521 Meter. Sie ist der ideale Ausgangspunkt für gemütliche Wanderungen, als auch für anspruchsvolle Bergtouren. Die Hütte bietet 17 Schlafplätze. Hauseigene Köstlichkeiten wie zum Beispiel Schweinebraten, Brettlnjausen, Almkaffee oder Wowaza, ein Germgebäck aus Weizenmehl, auch Rheindling genannt, sind im Speiseangebot. Ein Blick zum Tal hinaus mit der Naturstraße, welche sich dahin schlängelt. Viele Silberdisteln wachsen am Wegrand. Ich sehe nichts. Ich sehe überhaupt nichts. Ja, sag mal, wieso sehe ich nichts? Ja, servus, Kantler, ich habe nichts anzusehen. Karli. Karli. Karli, servus. Uhu. Gibt's Vogel aus? Unterhalb der Knollihütte gibt es einen Fischteich mit Forellen und einem Wasserrad als Zierde. Wie überall im Murtal gibt's auch hier große Brettlausen und Schweinsbraten mit Knödel. Thank you.
Ein Geburtstagständchen für Karl Hasler, der Ende Monat seinen 80. Geburtstag feiert. Er hat die zwei Musikanten und seine Stammtischfreunde auf die Alm eingeladen und die Zeche übernommen. Das war ein gemütlicher Almtag am Fuße der Wölzertauern mit den Musikanten Xandl Braun und Sigi Grassoff. Danke dem Jubilar Karl Hasler, der die Idee hatte dazu. Auf Wiedersehen und bei einer anderen Gelegenheit.